Video zeige ich dir die Übung Hero Squats. Und zwar starten wir im Fersensitz. Die Füße liegen flach am Boden, sind also nicht aufgestellt. Knie sind komplett zusammen, das heißt, die Innenseite deiner Oberschenkel berührt sich auf jeden Fall. Po sitzt wirklich auf den Fersen ab. Und wir starten, indem wir, wenn du einmal deine Wirbelsäule komplett rund ist, dich einfach nur hängen lässt, wir richten das Becken auf. Dadurch reagiert die gesamte Wirbelsäule und richtet sich mit auf, aber das kommt wirklich nur, ich mache überhaupt nichts mit dem Oberkörper, sondern die Bewegung kommt nur aus meinem Becken. Wenn die aufgerichtet ist, bleibt genau da, die ändert ihre Position während der gesamten Übung nicht, bleibt genau hier. Wir verschränken die Finger komplett ineinander, bringen sie hinter den Kopf, ziehen die Ellbogen nach hinten, Schulterblätter kommen dadurch zusammen. Und ich katapultiere mich jetzt eigentlich nach oben. Und falls mein Kopf dann aus der Kamera verschwindet, ist es ganz schlimm als Vorwarnung. Ich drücke jetzt meine Schienbeine und meine Füße in den Boden. Und dadurch katapultiere ich mich nach oben. Aber wie man sieht, an meiner Beckenposition ändert sich nichts. Also es ist nicht wie, weiß nicht, wie gern man das mal in irgendwelchen Fitnesskursen oder Fitnessstudios hört, dass man am Ende von so einem Squat einmal alles zusammendrückt. Das wollen wir hier auf keinen Fall. Geh im Zweifel wirklich nur bis hier oder so und geh dann wieder runter. So, jetzt nochmal komplett. Becken ist vorgerollt, Schulterblätter zurückgezogen, Ellbogen zurück. Und durch Druck in die Schienbeine und in die Füße drückst du dich nach oben. Das erfolgt also nicht aus Schwung, sondern ist ganz kontrolliert und definitiv eine Kraftübung. Und auch sehr anstrengend, das kann ich schon mal sagen als Vorwarnung. Das steht eigentlich drin als 3x15 Wiederholungen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel in meinen Augen. Deshalb schau einfach, wie viele du davon schaffst, bis die Vorderseite deiner Oberschenkel wirklich anfängt zu zittern, vollkommen fertig ist. Denn das ist genau das, wo du spüren solltest. Hier vorne. Ich bin jetzt schon außer Atem, also ich werde jetzt hier nicht die volle Wiederholungsanzahl mitmachen. Wenn du Klient oder Klientin von mir bist, dann schau in deine schriftlichen Instruktionen, wie viele angegeben sind. Aber auch in diesem Fall gilt eigentlich so, wenn die Kraft einfach irgendwann nachlässt und du merkst, dass die Qualität oder die Form der Ausführung einfach nicht mehr ganz so gut ist, dann reduziere die Wiederholungsanzahl. Hauptsache, du kannst es wirklich ordentlich ausführen. Dann ist das eine mega, 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 mega gute Übung.